Schönen guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mit Bewegung und Bewegungswahrnehmung. Und was Bewegung ist, das wissen Sie natürlich alle. Ja? Erst ist ein Objekt hier und dann ändert es stetig seine Position und dann ist es da. Also Bewegung ist eine Ortsveränderung über die Zeit hinweg. Erst ist es was hier, dann ist es da. Und um Bewegung wahrzunehmen, brauchen wir jetzt irgendeinen Sensor, irgendeinen Schallkreis in unserem visuellen System, der uns genau signalisiert, dass sich was von hier nach da bewegt hat. Und was wir heute sehen werden, ist, dass unser visuelles System das dadurch löst, dass es Schallkreise eingebaut hat, die feststellen, dass erst was hier ist und dann da. Und was zwischendrin ist, das interessiert unser visuelles System sozusagen überhaupt nicht. Das heißt, Bewegung nehmen wir wahr, wenn der Bewegungsdetektor Bewegung signalisiert und der signalisiert Bewegung, wenn erst was hier ist und dann da. Diese elementaren Bewegungsdetektoren, die signalisieren dann, dass sich irgendwas, eine ganz lokale Bewegung ereignet hat, in einer bestimmten Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und wir können natürlich auch viel, viel komplexere Bewegungen wahrnehmen, als wie nur Bewegung von irgendeinem Objekt von hier nach da. Zum Beispiel die Bewegungen, die passieren, wenn ich mich in meiner Umwelt bewege, dann generiert es ganz relativ komplexe Flussfelder. Das heißt, wenn ich jetzt rückwärts gehe, dann wird ja alles kleiner, wenn ich vorwärts gehe, wird alles größer auf meiner Netzhaut. Und diese komplexen Bewegungen, die werden berechnet, indem man aus diesen einfachen Bewegungsdetektoren, die immer nur eine bestimmte Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit signalisieren können, so einen komplexen Bewegungsmechanismus zusammensetzt. Und was ich schon angesprochen habe, ist, dass Bewegung sehr, sehr vielfältige Funktionen hat für unser visuelles System. Es geht nicht nur darum, jetzt die Bewegung von irgendwelchen Objekten zu erkennen. Also in unserer Umgebung bewegt sich gar nicht so viel, wenn Sie mal sich genau umsehen. Die meiste Bewegung, die auf unserer Netzhaut entsteht, die kommt dadurch zustande, dass wir uns bewegen. Und zwar entweder mit dem Blick hin und her schweifen lassen, oder eben unseren ganzen Körper bewegen. Und auch dafür ist die Bewegungswahrnehmung also sehr, sehr wichtig für die Kontrolle unserer Haltung, für das aufrechte Stehen zum Beispiel, für so ganz einfache Sachen, wo man sich eigentlich gar nicht denkt, dass man da groß das visuelle System dazu braucht. Wenn Sie das nicht glauben, stellen Sie sich auf ein Bein, das ist ziemlich einfach, ja. Und dann machen Sie die Augen zu und schalten das visuelle System aus und dann versuchen Sie mal eine Zeit lang so stehen zu bleiben. Dann werden Sie merken, dass diese visuellen Eingangssignale, die Bewegungssignale, die dadurch entstehen, dass unser Körper so ganz leicht schwankt, dass sie sehr, sehr wichtig sind, um einfach hier einfach nur das aufrechte Stehen zu ermöglichen. Also die Bewegungswahrnehmung hat ganz, ganz vielfältige Funktionen. Jetzt werden wir uns als erstes mal ansehen, was für Arten von Bewegung es gibt. Das heißt, was für visuelle Reize es gibt, die dann einen Bewegungseindruck hervorrufen können. Und natürlich am einfachsten ist es, wenn man wirklich reale, wirkliche Bewegung hat. Das heißt, wo es wirklich so eine stetige Positionsänderung über die Zeit hinweg gibt. Wenn meinetwegen so ein Auto die Straße runterfährt, also das Objekt bewegt sich physikalisch, das ist der einfachste Fall. Wir sehen aber auch Bewegung, wenn physikalisch eigentlich gar keine Bewegung da ist. Und da ist das beste und auch das wichtigste Beispiel die sogenannte Scheinbewegung. Und die Scheinbewegung, das ist genau der Fall, den ich jetzt gerade schon beschrieben habe, nämlich dass irgendwas erst hier ist und dann da. Ja, wenn hier ein Lichtpunkt aufblitzt und dann blitzt er da auf, dann sieht es, wenn die Bedingungen alle richtig sind, so aus, als ob der Lichtpunkt sich von der Seite zu der anderen Seite hin bewegt hat. Und das Beispiel,
dass sie alle, oder dass zumindest diejenigen von ihnen, die Auto fahren, und dann auf der Autobahn mal an so einer Baustelle, da gehen dann auch, da sind immer so Reihen von Lichtern, die blitzen dann hintereinander auf und dann sieht es aus, als ob sich das so langsam hin bewegt. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel sind, wenn Sie ins Kino gehen oder Fernsehen schauen. Ja, da werden immer nur stationäre Bilder gezeigt. Da bewegt sich eigentlich physikalisch nichts, aber wir interpolieren sozusagen diese Positionsänderung und es sieht dann für uns so aus, als ob sich die Dinge und die Personen im Film bewegen. Das ist alles beruht auf Scheinbewegung. Dann gibt es den Fall der induzierten Bewegung. Induzierte Bewegung heißt, dass man ein Objekt hat, das sich nicht bewegt, aber um das Objekt herum bewegt sich irgendwas. Meistens also so ein Hintergrund oder was ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, den Herr Dunker in den 30er Jahren gefunden hat. Wenn man im Dunkeln einen kleinen Lichtpunkt hat und um den kleinen Lichtpunkt einen großen Rahmen außenrum, ja, so wie hier, und sich dann der Rahmen so ein bisschen bewegt, dann sieht es für uns so aus, als ob der Rahmen stabil ist und der Lichtpunkt sich bewegt hat. Das heißt, diese induzierten Bewegungen, die treten meistens auf, wenn man irgendwelche kleinen Objekte hat, vor einem Hintergrund. Und die Annahme, die unser visuelles System zu machen scheint, ist, wenn irgendwas ziemlich groß ist, wie dieser Hintergrund oder der Rahmen, dann ist es meistens auch stabil und es bewegen sich eher die kleinen Dinge. Ein weiterer Fall, wo man Bewegung wahrnimmt, aber keine da ist, ist das sogenannte autokinetische Phänomen, von dem Sie, wenn Sie es noch nicht schon gehört haben, in der Sozialpsychologie wahrscheinlich sehr viel hören wollen. Wenn man im Dunkeln sitzt und da wird irgendwie so ein kleiner Lichtpunkt gezeigt und man starrt da irgendwie rum, dann sieht es so aus, als ob dieser kleine Lichtpunkt sich ein bisschen bewegt. Der bewegt sich so rum. Und die Idee ist, dass, also der Grund für dieses autokinetische Phänomen ist, dass wir eigentlich unsere Augen nie ganz genau fixieren können, sondern immer so ein bisschen rumdriften und dann im Dunkeln ohne Fixpunkte, ohne festen Halt sozusagen, diese Bewegungen der Augen und die Korrekturen, die dann ausgeführt werden, als Bewegung der Welt sehen. Ja. In der Sozialpsychologie wurde das zum Beispiel benutzt, wenn dann eine arme Versuchsperson mit 10 Pseudo-Versuchspersonen, die in Wirklichkeit Verbündete des Versuchsleiters sind, in den Raum gesperrt, in den Dunkeln, und dann sagen die 10 hintereinander, oh, jetzt bewegt sich's nach rechts, und dann wird geguckt, was die arme 11. Person dann sagt, die in Wirklichkeit die einzige ist, die untersucht wird. Und die Frage, und die sagen natürlich die meisten dann, okay, die schließen sich dem Urteil von den anderen an. Und die interessante Frage ist, und die ist schon viel, viel schwieriger zu entscheiden, ob sie nur sagen, dass sie es jetzt nach rechts sehen, oder ob diese Konformität dann auch wirklich die Wahrnehmung beeinflussen kann. Das ist eine relativ unklare Frage. Und als Nummer 5, ja, als einen weiteren Fall, die Liste ist nicht vollständig, also ich werde Ihnen noch ein paar Beispiele zeigen, aber ein weiterer Fall, bei dem wir Bewegung sehen, obwohl keine da ist, habe ich Ihnen schon in der allerersten Vorlesung gezeigt, das sogenannte Bewegungsnacheffekt. Wenn Sie sich erinnern können, da haben Sie diese Spirale, die immer kontrahiert und kontrahiert, und dann, wenn Sie sich ein stationäres Objekt ansehen, das war damals mein Gesicht, dann sieht es aus, als ob das expandiert. Und diese Bewegungsnacheffekte sind einfach so, dass wenn man lange Zeit sich Bewegung in eine Richtung anguckt und dann ein stationäres Objekt betrachtet, dann sieht es so aus, als ob es sich in die andere Richtung bewegt, obwohl es in Wirklichkeit sich gar nicht bewegt. Also es gibt ganz, ganz viele Fälle, in denen wir Bewegung wahrnehmen, und in einigen dieser Fällen ist es so, dass sich eben eigentlich in unserer Umwelt da physikalisch nichts bewegt. Und was diese Fälle alle eigentlich gemeinsam haben, ist, dass immer der
dieser Schallkreis, dieser neuronale Schallkreis, den wir eingebaut haben, diese Bewegungsdetektoren in uns drin, die sprechen auf diese Reize an. Und wie sie das machen und wie dieser Bewegungsdetektor aussieht, das sehen wir uns jetzt an. Aber zunächst mal möchte ich noch auf eine Komplikation eingehen. Und die Komplikation ist eigentlich eine ziemlich große. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit dem sogenannten Bildnetzhautsystem, dem Bildretinasystem. Das heißt, im ersten Teil der Vorlesung geht es jetzt nur um Bewegungen auf der Netzhaut, wenn die Netzhaut stationär ist. Ja? Also ich bewege mich gar nicht, meine Augen bewegen sich nicht, sondern wir gucken uns nur irgendwie anderweitige Bewegung an, die von außen kommt. Und wenn jetzt die Bewegung aber von außen kommt und auf der Netzhaut dann angelangt und die Netzhautbilder entstehen, dann sind, das haben wir zur Genüge schon betrachtet, diese Netzhautbilder sind zweidimensional, ja, die sind platt und die hängen von der Distanz ab, in dem sich die Objekte bewegen. Und die Geschwindigkeit der Objekte auf der Netzhaut, die hängt natürlich auch von der Distanz ab. Ja. Wenn jetzt hier, wenn Sie draußen vor der Straße stehen und ein Auto fährt direkt vor Ihnen vorbei, so mit 50 Stundenkilometer, dann ist es eine richtig rasante Bewegung auf der Netzhaut. Ja. So wie hier, da wird in ziemlich kurzer Zeit ein ziemlich weiter Weg auf der Netzhaut zurückgelegt. Wenn das Auto allerdings, wenn Sie die Straße, dann den Rathenaustraße sich angucken und da fährt ein Auto mit 50 Stundenkilometern, ja, mit der gleichen physikalischen Geschwindigkeit in der dreidimensionalen Welt, dann ist die Bewegung auf der Netzhaut viel, viel langsamer, ja, weil das einfach einen kleinen Sehwinkel einnimmt. Und das Auto sieht aber für Sie und in den meisten Fällen genauso schnell aus. Das heißt, unsere Wahrnehmung hat hier das schon eingebaut, diese Fähigkeit, die unterschiedlichen Distanzen zu abstrahieren. Das nennt man Geschwindigkeitskonstanz. Und dazu muss natürlich die Geschwindigkeit genauso wie die Größe, werden wir uns dann nächstes Mal sehen, durch die Distanz skaliert werden. Und wie das im Sehsystem gemacht wird, darüber gibt es ganz, ganz wenig Arbeiten nur über die Geschwindigkeitskonstanz. Aber unser Sehsystem hat diese Fähigkeit, die wird nur meistens gar nicht groß erwähnt. Ich gebe Ihnen jetzt aber noch ein Beispiel dafür. Und zwar sehen Sie hier, also das soll so dreidimensional aussehen. Ja? Man hat hier so eine lineare Perspektive und da sind zwei solche Oberflächen hier und da ist jeweils ein Punkt drauf. Und Sie sollen jetzt hier, die Objekte sollen jetzt so aussehen, als ob die in der wirklichen Welt, in der dreidimensionalen Welt ungefähr gleich groß sind. Und wenn Sie hier fixieren und sich die Bewegungen dann ansehen und sich der Dreidimensionalität hingeben, dann sieht es wirklich so aus, als ob die ungefähr gleich schnell sich bewegen. Wenn Sie woanders fixieren, dann ist das nicht mehr unbedingt der Fall. Und der große Kreis hier, ja, der legt natürlich in der gleichen Zeit die doppelte Strecke zurück. Das heißt, eigentlich auf Ihrer Netzhaut bewegt sich der viel, viel schneller. Aber was Ihr Sehsystem macht hier ist, dass es den Reiz entweder durch die Distanz, also diese Oberfläche hier sieht näher aus, oder durch die Größe skaliert. Also der ist auch größer. Und in Experimenten, experimentell konnte gezeigt werden, also dass sowohl die wahrgenommene Distanz als auch die wahrgenommene Größe dann Einfluss drauf hat, auf die Wahrnehmung. Okay. Also jetzt geht es um das Netzhaut, das Bild-Netzhaut-System. Und also wir haben, ist schon vollkommen klar, also wenn es eine richtige Bewegung gibt von dem Objekt, dann nehmen wir Bewegung wahr. Aber der sozusagen wichtigste Fall
wo keine physikalische Bewegung da ist, also keine stetige Positionsänderung über die Zeit hinweg, der ist die sogenannte Scheinbewegung. Und die hat ein deutscher Psychologe namens Max Wertheimer in Frankfurt entdeckt, so um 1910 rum. Und der hat vor einem Spielzeugladen, hat er das zuerst gesehen, also wenn eben Lichtpunkte nacheinander an unterschiedlichen Positionen aufblitzen, dass man dann eine Scheinbewegung, also man kriegt dann den Eindruck, dass sich die Punkte hin und her bewegen. Und das Hin und Her bewegen, also das hängt davon ab, der Eindruck von den zeitlichen und räumlichen Eigenschaften. Das heißt, wie weit die Punkte auseinander sind und wie kurz oder lang das Zeitintervall ist. Also wenn das Zeitintervall ganz, ganz kurz ist, ja, dann sieht es einfach so aus, als ob die beide gleichzeitig da sind. Und wenn das Intervall ganz, ganz lang ist, leuchtet der auf, dann der, dann der, dann sieht es so aus, als ob hier ein Punkt aufleuchtet hin und wieder und da ein Punkt hin und wieder aufleuchtet. Aber zwischendrin gibt es einfach eine Situation, in der man hier wirklich einen starken Bewegungseindruck hat. Und das will ich Ihnen kurz mal illustrieren. Also jetzt haben wir hier zwei Punkte, die einfach ganz, ganz schnell hintereinander aufblitzen. Ja, es sieht so aus, als ob da einfach links und rechts jeweils ein Punkt ist. Jetzt, wenn ich aber die Geschwindigkeit hier ein bisschen kleiner mache, dann kommen wir langsam zu dem Punkt. Hier, also es hängt auch wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie weit sie weg sind, hat man dann, wenn einige von Ihnen schon das Gefühl haben, dass der Punkt hin und her springt, andere vielleicht, dass er so ein bisschen in die Richtung geht. Und wenn ich das jetzt noch weiter runterfahre, ah, dann ist es zu lang. Es ist so, ja, jetzt springt der Punkt hin und her. Und es ist natürlich so, dass hier immer nur der Punkt aufblitzt und weggeht. Aber man hat das subjektiv den Eindruck, dass der Punkt hin und her springt. Das ist die sogenannte Scheinbewegung. Form der Wahrnehmung hängt eben von diesen zeitlichen Eigenschaften ab. Und die wichtigste Anwendung dieser Scheinbewegung in unserer Zeit ist natürlich das Kino, Fernsehen, alles, was einfach bewegte Bilder zeigt. Die Bilder hier im Kino und Fernsehen, die sind natürlich alle nur stationär. Auf den alten Filmrollen konnte man die einzelnen Bilder sehen. Jetzt in Videos kann man auch sich die einzelnen Frames ansehen. Die sind immer, es ist immer irgendwo eine zeitliche Auflösung da, eine Bildwiederholrate, mit der diese Bilder gezeigt werden. Und oftmals werden einfach nur 24 Bilder pro Sekunde gezeigt, ja, und man sieht trotzdem eine ziemlich glatte Bewegung. Es konnte gezeigt werden, dass wenn der zeitliche Abstand der Bilder kleiner als 15 Millisekunden ist, also mit 60 Hertz, dann kann man solche Bildsequenzen nicht mehr von einer glatten Bewegungsfolge unterscheiden. Dann ist es ununterscheidbar, ob Sie jetzt so einen Film sehen oder ob da wirklich eine Person rumgeht, also von der Bewegung her. Ja. Und die Frage ist, warum sehen wir hier in solchen Fällen Bewegung, in solchen Scheinbewegungen, ja, wo erst ein Punkt hier aufblitzt und dann ein Punkt da. Und wenn wir was wahrnehmen, wenn wir Bewegung wahrnehmen, dann muss es irgendwo in unserem Gehirn berechnet werden. Das heißt, irgendwo in unserem Gehirn muss es Schaltkreise von Neuronen geben, die eben berechnen, dass erst was hier war und dann da und genau in diesen Fällen feuern. Und daraus kann unser Sehsystem dann schließen, dass ihm hier eine Bewegung war. Und die Frage, wie so ein Bewegungsdetektor aussehen muss, die haben sich so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zwei deutsche Biologen gestellt, der Werner Reichert und der Bernhard Hassenstein. Und die waren Biologen
Die haben natürlich nicht Menschen untersucht, sondern irgendwelche kleinen Tierchen, Laufkäfer. Ja, und die haben sie dann irgendwie so festgespannt und dann wurden denen irgendwelche visuellen Reize dargeboten und dann haben sie geguckt, wie sich die Tiere so bewegen. Und der Werner Reichert, der war mathematisch sehr veranlagt, der hat dann ein Modell aufgestellt, wie so ein Bewegungsdetektor jetzt wirklich aussehen kann, damit der Bewegung signalisiert, wenn irgendein Objekt erst hier ist und dann da. Und das wird dann von den Laufkäfern zuerst mal auf die Fliegen erweitert. Und bei den Fliegen fanden sich auch diese Detektoren. Und dann so im Laufe der Zeit ist man draufgekommen, dass diese Schallkreise auch die menschliche Bewegungswahrnehmung ziemlich gut erklären können. Okay, wie sieht jetzt der Detektor aus? Ja, der Detektor hat erstmal zwei, da steht hier räumliche Filter, das kann man sich vorstellen, das sind zwei rezeptive Felder an unterschiedlichen Orten. Ja. Das heißt, ein rezeptives Feld ist hier und das andere rezeptive Feld ist da. Und wenn jetzt ein visueller Reiz eintrifft hier, dann wird das Neuron, dessen rezeptives Feld der Reiz reinfällt, feuern. Ja? Und wenn sich der Reiz dann jetzt von hier nach da bewegt, dann wird dieses andere Neuron feuern, wenn der Reiz dann da ist. Ja? Jetzt haben wir ein Neuron, das feuert, weil der Reiz hier war, und ein anderes Neuron feuert dann ein bisschen später, weil der Reiz da ist. Und Bewegung soll jetzt signalisiert werden, immer wenn der Reiz zuerst hier ist und dann da. Ja? Und jetzt haben wir schon die zwei Neurone, die feuern, aber was noch nicht ganz stimmt, ist die Zeit. Ja? Weil dieses Neuron hier, das feuert ja zuerst und das andere feuert später. Und wir wollen aber einen Schallkreis, der eben genau dann Bewegung signalisiert, wenn das zweite Feuern dann, der diese zeitliche Differenz erkennt. Und das kann eigentlich nur dadurch passieren, dass das Signal, das hier zuerst eintrifft, irgendwie ein bisschen verzögert wird. Ja. Wenn wir das ein bisschen verzögern können, hier durch diesen zeitlichen Filter, dann können wir es schaffen, dass diese beiden Signale dann hier an dem nachgeschalteten Neuron zur gleichen Zeit ankommen. Und wenn die zur gleichen Zeit ankommen, dann wird das Neuron genügend stimuliert, dass es dann feuert. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Multiplikator, der genau dann feuert, wenn der Reiz erst hier war und dann da. Und es ist natürlich klar, dass diese Verzögerung hier, die hat einen bestimmten Wert. Ja? Und der Wert, der Multiplikator, der wird hier nur dann feuern, wenn die Verzögerung hier genau so lange ist, wie der Reiz braucht, um von hier nach da zu gelangen. Wenn die Bewegung schneller ist, dann kommt das Signal zuerst von hier an. Wenn die Bewegung langsamer ist, kommt das Signal erst von hier an. Und wenn hier multipliziert wird, ist dann 1 mal 0 ist 0. 0 mal 1 ergibt 0. Nur wenn die Verzögerung wirklich perfekt an die Geschwindigkeit des Reizes angepasst ist, feuert dieser Multiplikator und der signalisiert dann, dass da Bewegung war von hier nach da. Das ist hier nochmal illustriert. Erst hier, dann da und dann feuert hier das Neuron. Ja? Und wenn die Bewegung eben zu schnell ist, dann passiert hier nichts beim Multiplikator und wenn sie zu langsam ist, dann auch nicht. Das heißt, wir brauchen wirklich, also für diesen Schallkreis, für jede Richtung, ja, und für jede Geschwindigkeit so einen eigenen Detektor. Und das ist scheinbar wirklich so in unserem Sehsystem etabliert. Jetzt haben wir aber, also der Detektor, der sieht jetzt schon richtig gut aus. Ja? Der stellt fest, dass der feuert, wenn erst was hier ist und dann da. Jetzt haben wir noch ein kleines Problem mit dem Detektor.
Und zwar, wenn wir uns jetzt den Fall ansehen, wir haben zwei Reize, ja? Und beide dieser rezeptiven Felder werden zuerst mal stimuliert. Das heißt, die beiden Lichtpunkte blinken gleichzeitig auf. Und dann gehen sie wieder aus. Und dann nach genau dieser Verzögerung von dem Detektor gehen die nochmal an. Dann haben wir, also wenn man sich das alles ansieht, zuerst Aktivierung hier und dann Aktivierung da. Wir haben natürlich auch zuerst Aktivierung hier und dann da, ja, aber das interessiert diesen Detektor hier nicht. Der geht wirklich nur in diese eine Richtung. Das heißt, wenn wir diesem Detektor einfach so gleichzeitig flackernde Lichtpunkte geben, dann wird der auch Bewegung signalisieren. Aber wir nehmen in dem Fall natürlich keine Bewegung wahr. Das heißt, der Detektor stimmt jetzt nicht ganz mit der Wahrnehmung überein. Das heißt, wir müssen den Detektor noch ein bisschen ausbauen. Und das geht aber ganz einfach, indem wir da noch einen zweiten Detektor dran schließen, der genau die Bewegung signalisiert in die Gegenrichtung. Und dann am Schluss nehmen wir einfach die Differenz zwischen beiden. Und wenn wir jetzt einfach wieder Bewegung haben von hier nach da, dann wird der Detektor hier die Bewegung signalisieren. Da kommt hier eine 1, der andere wird nichts signalisieren. Haben wir hier eine 0 und dann 1 minus 0 ergibt 1. Also wir haben hier dann wird Bewegung wahrgenommen. Wenn es in die andere Richtung geht, dann werden wir hier eine minus 1 kriegen. Also Hauptsache er signalisiert die Bewegung. Aber wenn wir jetzt wieder den Fall haben, wo die Lichtpunkte blinken, ja, dann wird hier ein Signal da sein, Bewegung nach rechts und hier ein Signal, Bewegung nach links und dann werden die beiden Signale subtrahiert. 1 minus 1 ist 0. Also Sie sehen hier, also mit der Mathematik der ersten Klasse kommen wir hier ziemlich weit. 1 minus 1, 1 mal 1. Das ist alles, was wir brauchen, um diesen Bewegungsdetektor zu verstehen. Und wie gesagt, also der funktioniert wirklich sehr gut. Der wurde zuerst im visuellen System von Insekten nachgewiesen. Der spricht genau an, wenn die Verzögerung dieses zeitlichen Filters identisch ist mit der Dauer der Reizbewegung. Und für jede Geschwindigkeit und jede Richtung braucht man dann einen einzelnen Detektor. Und um eben so einen einfachen Flicker, also wenn die Lichtpunkte gleichzeitig aufblinken, von Bewegung zu unterscheiden, werden zwei Detektoren für die gegensätzlichen Richtungen kombiniert. So einfach funktioniert die Bewegungsdetektion und die Bewegungswahrnehmung. Und man kann jetzt natürlich für alle möglichen Fälle, wo wir Bewegung wahrnehmen, sich einfach ausrechnen, was so ein Bewegungsdetektor in diesen Fällen sagt. Ja, und dann findet man zum Beispiel auch Fälle, in denen sich eigentlich gar nichts bewegt, aber man sieht trotzdem Bewegung. Und dann kann man sich überlegen, warum das so ist, warum der Bewegungsdetektor trotzdem anspricht. Das ist also wirklich eine sehr, sehr massive und wunderschöne visuelle Täuschung, die ein Japaner namens Kitaoka entworfen hat. Und wenn Sie hier sich umschauen, dann sieht es so aus, als ob da immer ein bisschen Rotation drinnen ist. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das ein stationäres Bild. Da tut sich gar nichts. Der Bewegungseindruck kommt zustande, weil einfach manche von diesen Flächen sehr, sehr hohen Kontrast haben. Die sind weiß und schwarz. Und andere haben eher niedrigen Kontrast. Und je mehr Kontrast so ein Reiz hat, desto stärker und schneller wird das visuelle System aktiviert. Und wenn dann an so einer Stelle von dem hohen Kontrast erst eine Aktivierung da ist und dann an der Stelle von dem niedrigen Kontrast daneben später eine Aktivierung kommt, dann ist es für den Bewegungsdetektor, sieht es dann so aus, als ob erst was hier ist und dann da und dann sieht man eben so eine leichte Rotation. Und das Phänomen hängt auch von Blickbewegungen ab. Das heißt, wenn man den Blick ganz, ganz starr hält, dann verschwindet die Bewegung. Und es ist praktisch so, dass wenn Sie
den Blick bewegen und der Blick dann irgendwo angelangt, dann startet das visuelle System sozusagen wieder neu und dann wird einfach, kommt die Aktivierung von den hochkontrastigen Bereichen dann wieder ein bisschen schneller. Und so kann dieser Reichardetektor auch durch statische Reize aktiviert werden. Und wenn er aktiviert wird, dann sehen wir Bewegung. Diese Neurone, die die Bewegung signalisieren, also diese Reichardetektoren im visuellen System, die sind uns schon mal begegnet, als wir uns das Areal V1, den primären visuellen Kortex, angeguckt haben. Da gibt es Neurone, die einfach hier zum Beispiel Bewegung signalisieren, wenn der Reiz sich diagonal nach rechts oben bewegt und die nicht antworten, wenn es in die Gegenrichtung geht. Und diese Zellen in V1, das sind so an die 10% aller Neurone in V1, die sitzen in erster Linie in der Schicht 4b, wo sie hauptsächlich Eingangssignale aus diesen magnozellulären Schichten im Thalamus und in der Netzhaut kriegen. Und diese magnozellulären Neurone, die sind einfach auch für schnelle Verarbeitung ganz, ganz empfindlich und wichtig. Und deswegen sind die sehr gut geeignet, um solche Bewegungen zu signalisieren. Und diese Neurone in der Schicht 4b, die projizieren dann in andere kortikale Areale, die dann wieder für die Bewegungswahrnehmung wichtig sind. Und das Wichtigste davon ist das sogenannte Areal MT, die mittlere temporale Region. Und auf die Bedeutung von dieser Region für die Bewegungswahrnehmung will ich heute ganz am Schluss nochmal eingehen, für ein Beispiel, bei dem man wirklich neuronale Aktivität und Wahrnehmung ganz, ganz eng miteinander verbinden können, enger als in allen anderen Wahrnehmungsbereichen. Rein vom Verhalten her ist es so, dass oftmals Adaptation als ein Mechanismus benutzt wird, um die spezifische neuronale Verarbeitung zu zeigen. Ja, wenn wir an irgendwas adaptieren, dann heißt es, dass es auch Mechanismen gibt im Gehirn, die eben für diese Sachen empfindlich sind. Und die Bewegungsadaptation und der Bewegungsnacheffekt, der wurde schon ziemlich früh entdeckt, also der wurde mehrfach entdeckt. Aber die bekannteste Beschreibung des Bewegungsnacheffekts ist von einem schottischen Forscher namens Robert Adams, der 1834 hier an diesem Wasserfall von Foyers in Schottland saß und sich da angeguckt hat, wie so das Wasser runterfließt, den Wasserfall. Und dann hat er vermutlich sich die Sträucher daneben angeguckt und hat sich gewundert, weil es so aussah, als ob die Sträucher nach oben gehen. Das ist einfach der Bewegungsnaheffekt. Der wurde auch schon von Aristoteles beschrieben, der saß am Fluss und hat geguckt, wie der Fluss vorbeifließt. Und hat dann auch festgestellt, wenn er dann woanders hinguckt, dann sieht er Bewegung in die Gegenrichtung. Es gibt auch den Purkinje, der war aus dem 1900 rum, der war ein ganz, ganz bekannter Physiologe, der hat sich eine Militärparade angeguckt und dann ziehen die Leute immer so vorbei. Dann sieht man auch, das dann in die Gegenrichtung. Und wenn sie irgendwie Nordic Walking gehen oder joggen gehen und dann immer auf den Boden vor sich hingucken und dann am Schluss mal sich die Wolken ansehen, dann sieht es so aus, als ob die irgendwie ganz, ganz schnell von dannen sausen. Und ich will Ihnen nur ganz kurz noch mal das Beispiel hier zeigen. Das ist der Wasserfall. Und wenn Sie hier fixieren, eine Zeit lang, dann stoppe ich das Wasser, dann sollten Sie zumindest ein bisschen den Eindruck haben, dass das Wasser bergauf fließt. Das ist nicht die beste Demonstration für diesen Bewegungsnacheffekt. Also wenn man da so schwarz-weiße Balken hat, dann funktioniert das viel besser. Aber das ist tatsächlich der Wasserfall, vor dem der Robert Adams gesessen ist. Gut, wie kommt jetzt dieser Bewegungsnacheffekt auf neuronaler Ebene zustande? Naja, wenn man sich die neuronale Aktivität anguckt, das ist jetzt von richtungsempfindlichen Zellen in der Netzhaut von Kaninchen. Ja. Bei den Kaninchen
für die ist Bewegung so wichtig, dass es in der Netzhaut schon diese richtungsempfindlichen Neurone gibt. Bei unseren Menschen ist es nicht so. Da gibt es die erst im Gehirn. Darum ist es bei uns Menschen auch so, dass wenn wir mit einem Auge an den Bewegungsnacheffekt adaptieren und das andere zumachen und es dann ändern und einen stationären Reiz angucken, dann sehen wir trotzdem den Bewegungsnacheffekt, weil einfach diese Zellen im Gehirn, die die Eingangssignale für beide Augen verarbeiten, adaptieren. Die Kaninchen, bei den Kaninchen wäre das nicht der Fall, ja, da adaptieren die in einem Auge. Aber man sieht hier, dass bevor die Bewegung stattfindet, da plätschert das Neuron so vor sich hin mit 5 Impulsen pro Sekunde. Und dann, wenn die Bewegung in die bevorzugte Richtung des Neurons losgeht, hier, dann feuert es wie wild mit 60 Impulsen pro Sekunde und diese Feuerrate nimmt dann langsam so ein bisschen ab. Und wenn die Bewegung zu Ende ist, dann geht die sogar unter das Ausgangsniveau, dann feuert das Neuron überhaupt nicht mehr. Und wenn man jetzt ein anderes Neuron hat, das eigentlich in die Gegenrichtung empfindlich ist, ja, dann hat es wieder so eine spontane Feuerrate, aber wenn es dann die Bewegung in die falsche Richtung sieht, dann wird das Feuern hier sogar ganz leicht unterdrückt und wenn die Bewegung aufhört, dann gibt es so einen kleinen Rebound, da geht es so ein bisschen hoch. Und es ist ganz klar, wenn man jetzt die Differenz zwischen diesen beiden Neuronen nimmt, ja, so wie in so einem Reicher-Detektor, dann ist natürlich hier, solange da Bewegung da ist, sieht man die Bewegung in die richtige Richtung. Aber wenn es dann stationär wird, dann hat man hier so eine leichte Erhöhung und hier eine massive Suppression. Das heißt, da wird dann das Feuern von dem Neuron hier größer sein und dann sieht man eben eine leichte Bewegung in die Gegenrichtung für ein paar Sekunden lang. Das heißt, so konnten praktisch die neuronalen Mechanismen aufgezeigt werden, die dieser Bewegungsnacheffekten unterliegen. Die rezeptiven Felder dieser Reicher-Detektoren, das haben wir schon gesagt, also die können nur signalisieren, dass sich eben was mit einer bestimmten Geschwindigkeit von hier nach da bewegt. Ja. Das heißt, es ist eine relativ einfache Form der Bewegung und für uns Menschen gibt es viel, viel komplexere Bewegungsreize, die sehr wichtig sind, auch für die Steuerung unserer Fortbewegung oder einfach nur der Haltung, zum Beispiel solche Expansion oder Kontraktion. Und so Schallkreise, die für Expansion zuständig sind, solche wurden im Gehirn auch schon nachgewiesen, in der Hirnregion, die praktisch auf die Region MT folgt. Ja, in MT hat man lauter solche kleinen rezeptiven Felder für bestimmte Richtungen und dann werden die zusammengeschaltet, all diese, für in der nachfolgenden Region, die heißt MST, und da gibt es dann eben Neurone, da wird dann eine Empfindlichkeit für Expansion erreicht oder für Kontraktion oder eben auch für Rotation. Ja. Und das ist diese komplexen Bewegungen sind sehr, sehr wichtig für die Signalisierung von Eigenbewegung, weil einfach, wenn ich mich vorwärts bewege, dann die Welt auf meiner Netzhaut expandiert. Und wenn ich mich rückwärts bewege, dann kontrahiert die Welt auf meiner Netzhaut. Und diese Information, die wird tatsächlich benutzt, um unsere Haltung zu steuern. Und das wurde gezeigt in einem ganz, ganz tollen Experiment von zwei Forschern namens Lee und Aronson. Und die haben den sogenannten Schaukelraum entworfen. Was ist jetzt ein Schaukelraum? Naja, das ist also ein ganz normaler Raum für die Versuchsperson. Aber sehen Sie hier, der Raum, der ist beweglich. Ja. Der Raum kann jetzt, ohne dass die Versuchsperson bemerkt, also es ist ein ganz normaler Raum mit Tapete an der Wand und allem, kann man den Raum einfach von der Versuchsperson ein bisschen wegziehen. Und wenn ich jetzt hier so dastehe und auf einmal der Raum sich wegbewegt, dann entsteht eben so eine Kontraktion.
der Umwelt auf meiner Netzhaut. Und die kann ich jetzt auf zwei verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Die erste Art und Weise ist, dass der Raum und die Wand sich wegbewegen. Die zweite Art und Weise ist, dass ich mich von der Wand und von dem Raum wegbewege. Ich stehe aber auf meinen zwei Beinen. Das heißt, die einzige Erklärung ist, dass ich nach hinten kippe, weil wir schon eingebaut haben, dass eben Räume in der Regel so Wände fest sind. Ja. Das heißt, ich kippe nach hinten. Und was mache ich jetzt dann, wenn ich nach hinten kippe? Ja, ich korrigiere diese Kippbewegung, ja, indem ich mich nach vorne bewege. Und das ist genau das, was die Person hier macht. Das ist jetzt hier ein bisschen überdramatisch dargestellt. Aber wenn man diese... Also erwachsene Probanden fallen in der Regel nicht um, sondern die fangen sich dann noch. Aber wenn man sowas mit so kleinen Kindern macht, dann können die schon mal hinfallen. Das heißt, in dem Fall, da dominiert die visuelle Reizung über die vestibuläre, ja, über unser Gleichgewichtsorgan. Unser Gleichgewichtsorgan sagt uns, alles ist in Ordnung, wir stehen aufrecht, ist überhaupt kein Problem. Aber wir sehen, dass wir kippen. Und das Visuelle dominiert hier das einfach. Es gibt in Wetzlar, ich habe schon erwähnt, im Zusammenhang mit dem Bugey-Stuhl, da gibt es einen Optikparcours. Da sind relativ viele Demos und eine der Demos, die da gezeigt wird, das ist ein Tunnel. Und in dem Tunnel, der Tunnel dreht sich. Das heißt, man kann reingehen und dann fängt es an, sich zu drehen und dann passiert eigentlich das Gleiche. Man hat dann das Gefühl, man dreht sich in die Gegenrichtung und man hat dann so ein bisschen Probleme. Das Problem mit dem Drehtunnel in Wetzlar ist, die wollen natürlich nicht, dass sich die Leute da wehtun oder hinfallen, darum haben sie da so gutes Geländer hingemacht. Und wenn man dann an so einem Geländer steht, dann ist der Tunnel nicht mehr so spannend. Es gibt in Köln im Phantasialand, zumindest gab es es vor so 10 Jahren, als meine Kinder noch in dem Alter waren, da gab es auch einen Raum mit beweglichen Wänden und das ist absolut schrecklich. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich das anzusehen. Also falls Sie eine Ausrede brauchen, um auch in Ihrem Alter noch ins Phantasialand gehen zu können. Okay. Das heißt, also diese optischen Flussfelder, die sind sehr, sehr wichtig für die Steuerung von unseren Körperbewegungen, von Haltung und Fortbewegung. Eine weitere wichtige Form der Bewegung, habe ich schon erwähnt, das ist die relative Bewegung, das heißt die Bewegung relativ vor einem Hintergrund. Und da ist es so, dass die Bewegung von kleinen Reizen immer relativ zu einem Hintergrund wahrgenommen wird. Und das heißt, relativ zum Hintergrund heißt, falls sich der kleine Reiz gar nicht bewegt, aber der Hintergrund schon, dann interpretieren wir das als eine Bewegung des kleineren Reizes. Ja, und die Dunkerillusion, die habe ich schon beschrieben. Da werden wir sagen, ja, im dunkler Lichtpunkt mit Rahmen, also das ist ja alles so abstrus, das kommt ja praktisch nicht vor. Darum habe ich Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine Demonstration, die ein bisschen neuer ist. Da haben wir hier zwei so ein Bienchen vor einer Blüte und diese Bienchen lassen wir jetzt mal so rumfliegen, gegenläufig. Ja. Und hier ist also ganz klar, die eine bewegt sich da im Uhrzeiger, die bewegen sich beide im Uhrzeigersinn, ein bisschen außer Phase, aber man sieht die Bewegungen ganz deutlich. Ja. Hier rechts daneben, da sieht es jetzt so aus, als ob sich die hier gar nicht recht bewegt und die hier viel, viel mehr. Ja? Aber die Bewegungen hier von den beiden Bienchen, die sind exakt identisch. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass sich hier die Blüte mitbewegt mit der Bewegung von der linken. Ja? Aber unser Bewegungseindruck sagt uns ganz klar, wenn ich jetzt so eine Linie einzeichne, dann sehen Sie ganz deutlich, dass die linke geht hier so rauf
und runter und die rechte geht genauso rauf und runter und genauso wie es hier in dem linken Schema. Aber wir nehmen die Bewegung, solche Bewegungen immer relativ zum Hintergrund wahr. Das heißt, diese relative Bewegung, die ist eingebaut in unser Sehsystem. Eine weitere ganz, ganz wichtige Funktion der Bewegungswahrnehmung, also Bewegungswahrnehmung hat ganz, ganz viele Funktionen. Also es geht natürlich darum, die Bewegung von Objekten zu erkennen. Ja? Und ganz, ganz wichtig sind natürlich, wenn Objekte auf sie zukommen, da auszuweichen oder die Eigenbewegung. Aber eine weitere wichtige Rolle ist die Trennung der Figur vom Hintergrund. Also wenn irgendwas, wenn sich nichts bewegt, dann kann man in dem Bild zumindest eigentlich auch nichts erkennen. Ja? Das sind nur einfach Striche. Und wenn jetzt aber sich ein paar von diesen Strichen bewegen, gleichförmig, ja, dann kann man die sofort gruppieren zu einem Objekt. Ja, also diese Taube, die hier durch dieses Muster fliegt. Also die, wenn man feststellt, dass diese Punkte oder Linien sich gleichzeitig bewegen, dann werden die einfach zu einem Objekt zusammengefasst. Und dadurch werden dann die Objekte vom Hintergrund trennbar. Bei der Bewegungsparallaxe geht es auch um die Unterstützung der Wahrnehmung, in dem Fall die Tiefenwahrnehmung. Wenn wir Objekte haben in unterschiedlicher Entfernung, dann ist es natürlich durch das zweidimensionale Netzhauptbild immer mehrdeutig. Ja? Die Objekte können genauso gut weiter weg sein und größer, oder in dem Fall würde man das so interpretieren durch die Verdeckung, das sehen wir nächste Woche, würde man interpretieren, dass das weiße Blatt hier vor dem grauen Blatt ist. Aber wenn wir unseren Kopf dann bewegen, dann können wir das disambiguieren, und in dem Fall zeigt sich eben dann, dass in Wirklichkeit die graue Karte vor der weißen ist und dass die nur so komisch ausgeschnitten ist. Die Bewegungsparallaxe, also diese Bewegungen unseres Körpers oder unseres Kopfes auch nur, die ist auch wirklich sehr, sehr hilfreich für die Tiefenwahrnehmung, die sogenannte Bewegungsparallaxe. Wenn wir uns bewegen, dann sind weiter entfernte stationäre Objekte weniger durch diese Eigenbewegung beeinflusst. Ja? Wenn irgendwas ganz nah ist und ich mich bewege, dann saust es hin und her. Wenn ich mit dem Projektor, der saust deutlich weniger hin und her. Ja? Es sind stationäre Objekte, die Bewegung entsteht durch meine Eigenbewegung, und wenn ich dann die Bewegung der stationären Objekte auf der Netzhaut vergleiche, kann ich schließen, wie weit die entfernt sind. Weiteres Beispiel für wie nützlich die Bewegungswahrnehmung ist der kinetische Tiefeneffekt. Also bei dem Beispiel mit dem Vogel haben wir gesehen, also dass die Bewegung dazu führt, dass man die Objekte gruppieren kann. Beim kinetischen Tiefeneffekt ist es so, dass man die dreidimensionale Struktur der Objekte erkennen kann durch die Bewegung. Hier haben Sie zum Beispiel einen Fall, das ist irgendwie wie so eine aufgedrehte Büroklammer. Wenn Sie sich die ansehen, dann hat man irgendwie wenig Sinn für die dreidimensionale Struktur des Objekts, aber wenn sich das dann bewegt, dann erkennt man das ganz, ganz deutlich. Und als letztes Beispiel für die Funktionen der Bewegung, für Arten der Bewegungsreize, möchte ich auf ein ganz, ganz wichtiges Beispiel noch eingehen. Und zwar die sogenannte biologische Bewegung. Das heißt, die meiste Zeit, wenn wir uns Bewegungen ansehen, wenn sich wirklich was bewegt, dann sind es Menschen oder Tiere. Das heißt, eigentlich kann man davon ausgehen, dass wir sehr, sehr gut sein müssten, die Bewegung eben von den Mitmenschen oder auch von Tieren zu erkennen und zu interpretieren. Und dass wir wirklich so gut sind, hat 1973 ein schwedischer Forscher namens Gunnar Johansson gezeigt.
Und der hat ein ganz, ganz tolles Experiment gemacht. Er hat einfach eine Person genommen, hat der Person solche Lichtmarker aufgesetzt und die Person dann hinter eine Milchglasscheibe gesteckt. Und eine andere Person war vor der Scheibe und hat sich das angeguckt und sah natürlich am Anfang nur so Lichtpunkte. 6, 7 Lichtpunkte. Aber sobald die Person anfing, sich zu bewegen, war das sofort klar, dass es nicht irgendwie so zufällige Lichtpunkte ist, sondern dass es eine Person war. Und die Probanden, die sich das angeguckt haben, die konnten sogar ziemlich schnell sagen, ob das ein Mann war oder eine Frau war und was für Bewegungen die durchgeführt haben, ja, wenn sie gehen oder tanzen oder sonst was. Also wir können aus der Information von ein paar so Lichtpunkten, wo ein einzelner Lichtpunkt sich meinetwegen so bewegt, ja, wo eigentlich überhaupt nichts drinnen ist. Wir sind so empfindlich für diese biologischen Bewegungen, dass wir eben die sofort und sehr, sehr gut erkennen können. Und ich will Ihnen jetzt ein paar Beispiele zeigen. Die kommen von der Forschung von einem deutschen Forscher, Nico Troje, der jetzt schon lange in Kanada tätig ist. Und wir haben aber eine ständige Kooperation mit dem Nico und er ist auch ziemlich oft hier in Gießen zu Besuch. Und was der gemacht hat, ist, der hat jetzt nicht den Probanden diese Lichtpunkte, sondern also spezielle Marker aufgesetzt, die er dann mit ganz vielen Kameras aufnehmen konnte und wo er dann für jeden dieser Marker die dreidimensionale Position im Raum erhalten hat. Und dann hat er, und er hat es nicht mit 2 Leuten gemacht und auch nicht mit 20, sondern mit Hunderten von Personen. Und hat sich dann angeguckt, wie diese Hunderte von Personen im Durchschnitt so sich bewegen. Und dann hat er meinetwegen aussortiert und hat irgendwie die 50 schwersten genommen und die 50 leichtesten und hat geguckt, wie die sich bewegen. Und dann konnte er praktisch die Bewegung variieren auf diesem Kontinuum. Aber jetzt, am besten ist es, ich zeige Ihnen das einfach. Das können Sie sich im Internet einfach angucken, wenn Sie damit weiter spielen wollen. Also was wir hier haben, ist praktisch das Ergebnis dieser ganzen Messungen. Das ist der Durchschnitt, die durchschnittliche Bewegung von einer Person, die jetzt entweder auf Sie zukommt oder von Ihnen weggeht. Das ist auch wieder zweideutig, aber wir sehen die Personen immer auf uns zukommen. Das scheint eingebaut zu sein. Und jetzt kann ich hier diese Bewegung so mal ein bisschen weiblicher machen. Ja? Oder eben auch ein bisschen männlicher. Ja? Und man sieht, man kann das sehr, sehr gut erkennen. Ja? Und weil das Ganze jetzt einfach Berechnungen sind in so einem multidimensionalen Raum, kann ich jetzt natürlich nicht nur das weiblich und männlich machen, sondern ich kann einfach ganz, ganz weit in diese Richtung gehen, ja, sodass es dann irgendwie wirkt wie eine Karikatur von weiblich und männlich. Ich weiß nicht, wer von Ihnen John Wayne kennt, aber das war ein Western-Darsteller und der ging genauso. Und also mit männlich und weiblich ist natürlich klar, da geht es doch, da kann man sich noch gut vorstellen, aber es geht eben auch mit leicht, das sind eben wie die eher leichteren Personen gehen und das sind so die schwereren, die gehen natürlich auch langsamer. Und dann kann man natürlich auch nervös gehen oder relaxed oder glücklich oder traurig und alle möglichen Kombinationen. So geht man glücklich in die Welt. Das sieht alles ganz nett aus, ja, aber der wichtige Punkt ist, dass wir aus der Bewegung von diesen paar Lichtpunkten so viel Information gewinnen können. Ja? Das ist schon sensationell. Und der Grund dafür ist natürlich,
dass diese Information enorm wichtig für uns ist. Ja, wenn uns jemand entgegenkommt, dann müssen wir einfach relativ früh einschätzen, ja, wie jetzt die Leute drauf sind, die da so des Weges kommen. Und ob jetzt, also evolutionsmäßig ist natürlich immer so die Frage, droht von denen Gefahr oder ist alles cool? Okay, also um das nochmal alles zusammenzufassen. Also die Bewegungswahrnehmung ist enorm wichtig für unser Wahrnehmungssystem, trägt ganz, ganz viel bei zu ganz vielen verschiedenen Funktionen. Ja? Nicht nur dazu, wie wir Objekte jetzt sehen, die sich bewegen, sondern einfach auch, um unsere eigenen Bewegungen zu steuern, um irgendwie verschiedene Objekte in der Tiefe zu disambiguieren und so weiter. Also ganz, ganz viele Funktionen. Aber was wir uns jetzt alles bisher betrachtet haben, war einfach nur, wenn ich die Augen stillhalte, den Kopf stillhalte und die Welt sich so bewegt. Oder eben ich den Körper bewege. Es war alles mehr oder weniger dieses Bild-Retina-System. Aber ein Großteil der Bewegungen in der Umwelt kommt dadurch zustande, dass wir uns bewegen und vor allen Dingen, dass wir auch die Augen bewegen. Und wenn wir die Augen bewegen, dann machen wir natürlich ganz, ganz viele Blicksprünge. Schnelle Blicksprünge, wenn irgendwo was Interessantes passiert. Aber das sind sogenannte torsionale Bewegungen, diese Drehbewegungen. Die gibt es tatsächlich, und zwar wenn Sie Ihren Kopf so zur Seite neigen, dann steuert das Auge entgegen. Okay, aber ganz, ganz wichtig für die Bewegungswahrnehmung sind diese sogenannten langsamen Folgebewegungen, die hier illustriert sind. Ja. Wenn sich das Auge ganz langsam dreht, weil es dann nämlich der Bewegung von Objekten folgt. Das heißt, wenn wir jetzt hier, meinetwegen, wenn irgendwas an mir vorbeifliegt, dann kann ich dem Objekt mit dem Auge folgen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich meinen Finger hier so bewege, was passiert dann? Okay, der Finger bewegt sich, sie sind alle stationär, aber auf meiner Netzhaut, ja, da ist jetzt auf einmal der Finger stationär und alles andere im Hintergrund bewegt sich in die Gegenrichtung. Wenn ich jetzt hier die Fingerbewegung nach rechts verfolge, dann bewegen sich sie alle ganz, ganz schnell nach links. Und was ich sehe, ist natürlich, dass sich mein Finger bewegt, ja, obwohl der stationär auf der Netzhaut ist und nicht, dass jetzt der ganze Hörsaal nach links fliegt. Und die Frage ist, wie sowas erreicht wird, ja, dass ich Bewegung wahrnehme, obwohl sich auf der Netzhaut eigentlich nichts bewegt. Und in dem Fall wird auch der Bewegungsdetektor nichts signalisieren, ja, weil da einfach keine Bewegung auf der Netzhaut stattfindet. Und das heißt, was irgendwie gemacht werden muss, ist, dass die Bewegung des Objekts, also des Fingers in dem Fall, und die Bewegung meiner Augen miteinander verrechnet werden, sodass ich weiß, dass wenn sich der Finger bewegt und wenn ich meine Augen damit bewege und der Finger dann stationär ist auf der Netzhaut, dass sich der eigentlich dann bewegen muss und dass er eben nicht feststeht. Ja. Und das kann man jetzt auf zwei Arten erkennen. Und zum Beispiel, man könnte es erkennen, indem ich Sensoren habe, die Stellung der Augen immer angeben. Ja? Und dann wird praktisch hier die Augenbewegung signalisiert von diesen Sensoren, meinetwegen in den Augenmuskeln. Die andere Art und Weise ist, dass ich eine Kopie des Signals, das an meine Augen geht, und das den Augen sagt, okay, jetzt rotiert euch so, bewegt euch nach rechts, dass eine Kopie dieses Signals praktisch mit den eingehenden Netzhautbildern verrechnet wird. Und dann wäre es praktisch so, dass das Signal, diese Kopie des Bewegungssignals sagt, es geht nach rechts und das Netzhautbild wird sagen, der Finger ist stationär und wenn ich das dann aufaddiere, dann
wird rauskommen, okay, es geht nach rechts. Und das ist auch das, was ich sehe. Dieses sogenannte Reafferenzprinzip, das wurde auch in den 50er Jahren entdeckt von zwei deutschen Biologen auch, von Holst und Mittelstädt. Und die haben den folgenden Schaltkreis aufgestellt. Also es war das goldene Zeitalter der Kybernetik. Da gibt es wirklich Schaltkreise für alles. Funktionieren tut es jetzt so. Ja? Also ich habe natürlich von der Netzhaut ein afferentes Signal. Das ist das Signal, das über den Thalamus im visuellen Kortex ankommt. Da, aus dem Signal kann ich mir Bewegung berechnen. Und das wird eben dann normalerweise eben an den im sensorischen Kortex dann verarbeitet und dann sieht man Bewegung. Wenn jetzt die Augen bewegt werden, dann erfolgt es, indem vom motorischen Kortex ein Signal an die Augenmuskeln geschickt werden. Ja? Bewegtes Auge. Und hier wird eine Kopie davon, die sogenannte Efferenzkopie, auch an diese Instanz hier, den sogenannten Komparator, geschickt. Und der Komparator, der vergleicht jetzt die einkommenden Signale, Bewegungssignale vom Auge mit den Bewegungssignalen der Augenmuskeln. Also hier die Signale nicht des Auges, sondern genauer gesagt von der Netzhaut mit den Bewegungen, mit den Signalen, mit den Steuersignalen an die Augenmuskeln. Und das Reafferenzsignal, das beinhaltet genau dann Bewegung, wenn eben die Summe der beiden Signale nicht null ist. Ja? Also wenn ich eben meinen Finger verfolge, dann habe ich ein Signal an die Augenmuskeln, Bewegung nach rechts. Der Finger auf der Netzhaut ist stationär, das heißt, da kommt eine Null von der Netzhaut. Und jetzt sind wir wieder bei der hohen Arithmetik, also 1 plus 0 ist 1. Ja? Das heißt, ich habe hier ein Signal. Wenn ich den Finger bewege, dann ist allerdings auch so, dass die Bewegung auf der Netzhaut in die Gegenrichtung geht, ja, und in der Peripherie, da wo der Finger nicht ist. Das heißt, für die Berechnung dieser Bewegung habe ich jetzt wieder das Signal, die Augenbewegungen gehen nach rechts mit einer bestimmten Geschwindigkeit und ich kriege überall das Signal, da im Hörsaal, da geht alles nach links mit der gleichen Geschwindigkeit, bloß in die Gegenrichtung. Und wenn ich die zwei aufsummiere, dann kommt raus, also 1 minus 1 ist 0, dann ist alles stationär. Ja, das heißt, die Wahrnehmung ist dann, der Finger bewegt sich, der Hörsaal ist stationär. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Es wird oftmals so dargestellt, und das liegt, ich habe es in dem Beispiel jetzt auch wieder so gemacht. Ja. Also ich habe, der Finger bewegt sich und die Augen bewegen sich oder das Objekt ist stationär. Das funktioniert aber auch, wenn sich mehrere Dinge gleichzeitig bewegen. Ja? Das heißt, wenn ich meinen Finger so rumbewege und den dann verfolge und jemand von Ihnen dann gleichzeitig meinetwegen hier so rübergeht oder mit der Hand sich rüber bewegt, dann werden diese Bewegungssignale einfach aufaddiert und ich kann dann feststellen, dass eben mein Finger sich nach rechts bewegt, die meisten Personen im Hörsaal sich nicht bewegen, aber vielleicht eine Hand im Hörsaal sich auch mit einer langsameren Geschwindigkeit nach rechts bewegt. Ja? Also das ist nicht, es ist kein Entweder-Oder, also es ist graduell. Wie kann man jetzt unterscheiden diese zwei Hypothesen? Ja? Also von Holst und Mittelstädt haben wir gesagt, es gibt hier diese Efferenzkopie. Genauso gut könnte man dieses Signal vom grünen Pfeil, das uns praktisch über die Augenbewegung informiert, ja, von den Augenmuskeln her, praktisch so einen Sensor hier reinmachen, sodass der dann von hier nach da geht. Und was man inzwischen weiß, vor ein paar Jahren ist es erst herausgefunden worden, dass es tatsächlich also solche Sensoren gibt hier auch in den Augenmuskeln. Aber unsere Bewegungswahrnehmung, die wird dominiert von dieser Efferenzkopie. Und diese beiden Fälle, die haben wir jetzt schon besprochen. Aber
wenn man jetzt zum Beispiel, also es gibt verschiedene Belege für dieses Referenzprinzip, und eins davon ist, wenn man das Auge stationär hält und dann ganz leichten Druck auf das Auge ausübt. Ja. Seien Sie bitte ganz, ganz vorsichtig. Also ein Auge zumachen und dann so mit dem anderen Auge so ein bisschen drücken, dann sieht es so aus, als ob sich die Welt bewegt. Wenn Sie zu stark drücken, dann sehen Sie nur Sternchen. Und was heißt es jetzt? Ja? Was passiert, wenn Sie mit dem Finger das Auge passiv bewegen? Naja, es entsteht eine retinale Bewegung. Auf der Netzhaut ist Bewegung da. Aber es gab kein Signal, das an die Augenmuskeln geschickt wurde. Das heißt, hier an dieser Instanz, also hier kriegen Sie ein Signal, es hat sich was bewegt auf der Netzhaut, hier tut sich gar nichts. Ja? Das heißt, das führt zur Bewegungswahrnehmung. Wenn jetzt das Signal direkt vom Auge käme, dann wird es natürlich die Stellung des Auges genau kompensiert werden und Sie würden keine Bewegung sehen. Ein anderes Beispiel, das ist ein bisschen komplizierter, das können Sie jetzt nicht selber machen, ist, wenn die Augenmuskeln gelähmt werden, kurzzeitig, also Augenarzt kann sowas machen, und Sie dann die Augen bewegen wollen und dann praktisch Signale an die Augenmuskeln geschickt werden. Jetzt bewegt die Augen nach rechts, aber die Augen sich nicht bewegen können, weil die Muskeln außer Gefecht sind. Dann kriegen Sie dann ist ein Kommando da, Bewegung nach rechts, aber auf der Netzhaut tut sich nichts und dann entsteht auch wieder ein Bewegungseindruck. Ja? Das heißt, es gibt mehrere Belege, die dafür sprechen, dass tatsächlich das Referenzprinzip das Wichtige und Gültige ist und nicht dieses zusätzliche sensorische Signal direkt aus den Augenmuskeln. Ein weiteres Beispiel ist dieses autokinetische Phänomen, das habe ich schon beschrieben, also wo man einfach diese kleinen Bewegungen des Auges, dieser Drift praktisch in aufgefasst werden als Bewegungen der Objekte. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo im Gehirn sitzt dieser Komparator? Ja? Und ja, man kann nur dazu sagen, also der Komparator selber, der sitzt eigentlich nirgends, aber die Berechnungen, die dieser Komparator ausführt, die sitzen zwischen zwei Hirnregionen. Das heißt, die Signale, also in einer Region, da findet sich kein Unterschied, da wird nur die retinale Bewegung signalisiert. Und diese retinale Bewegung, die wird in diesem Areal MT signalisiert, diese mittlere temporale Region. Wenn man jetzt hier ein rezeptives Feld hat, also die hier fixiert, das Versuchstier, hier ist das rezeptive Feld und dann bewege ich einen Reiz über das rezeptive Feld und das Neuron ist bewegungsempfindlich, dann wird hier gefeuert, ja, dann gibt es eine große Antwort. Und wenn ich in dem Areal MT jetzt den anderen Fall habe, dass der Fixationspunkt bewegt wird und das rezeptive Feld sich über den Reiz bewegt stattdessen, dann kriege ich in MT genau die gleiche Antwort. Das heißt, es ist vollkommen egal für MT, wie die Bewegung generiert wird. Solange sich auf der Netzhaut was bewegt, feuern die Neuronen in MT. Aber in dem Areal MST, was hier illustriert ist, da ist es so, dass es da Neurone gibt, die zwar feuern, wenn der Reiz sich über das rezeptive Feld bewegt, aber nicht, wenn das rezeptive Feld sich über den Reiz bewegt, ja, und der Reiz eigentlich stationär ist und eine Blickbewegung der Auslöser ist. Das heißt, dieser Komparator ist irgendwo in diesem Areal MST implementiert. Das heißt, MST führt solche Berechnungen durch, wo die Signale über die Blickbewegungen eben verglichen werden mit den Signalen, mit den Bewegungssignalen von der Netzhaut. Es gibt auch einen Patienten, der wurde vor ein paar Jahren beschrieben, der hatte eine selektive Läsion dieses Areals MST
Und das Problem von dem, das war ein Schlaganfallpatient, und eines der massiven Probleme des Patienten war, dass es ihm ständig schlecht wurde, ja, weil er einfach diese Eigenbewegungen nicht von Umweltbewegungen auseinanderhalten konnte. Also um jetzt die Bewegungswahrnehmung mal zusammenzufassen, Bewegung ist einfach eine Ortsveränderung über die Zeit hinweg, und diese elementaren Bewegungsdetektoren, die Reichert-Detektoren, die erkennen lokale Bewegungen in einer bestimmten Richtung und einer bestimmten Geschwindigkeit, und aus diesen ganz einfachen Detektoren kann man sich dann Detektoren, kompliziertere Detektoren bauen, die eben dann empfindlich sind für diese optischen Flussfelder, Kontraktion, Expansion oder eben auch diese biologischen Bewegungen. Ja. Und Bewegung hat ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, unter anderem auch zur visuellen Gruppierung. Als letztes möchte ich Ihnen jetzt in der Vorlesung aber zeigen, dass man im Falle der Bewegungswahrnehmung wirklich eine ganz, ganz enge Verbindung, enger als in allen anderen Bereichen, zwischen den Antwortverhalten von Neuronen und dem Verhalten von Versuchstieren herstellen kann. Und diese Arbeiten, die hat so seit 1990 rum hauptsächlich ein amerikanischer Forscher namens Bill Newsom gemacht, den Sie hier auch im Bild sehen. Und der hat sich eben überlegt, wie man so eine Verbindung herstellen kann zwischen Gehirn und Verhalten, und hat sich als Beispiel die Bewegungswahrnehmung ausgesucht, weil einfach da eigentlich schon ziemlich klar war, dass dieses Areal MT für die Bewegungswahrnehmung wichtig sein muss. Und zwar wurden in den 70er Jahren schon ganz viele Einzelzellableitungen durchgeführt in diesem Areal MT, und was man da gefunden hat, war, dass fast alle Neurone in MT empfindlich sind für die Bewegungsrichtung. Und die Neurone, die feuern auch richtig viel, darum wird dieses kleine Areal sehr oft untersucht. Zusätzlich hat dann auch in den 70er Jahren ein Münchner Neuropsychologe namens Josef Ziel eine Patientin gefunden, mit dem Kürzel LM, die eine Läsion hatte, also nach einem Schlaganfall, war bei der genau dieses Areal MT geschädigt. Und was er in Verhaltensuntersuchungen gefunden hat, war, dass diese Patientin Bewegungen nicht mehr erkennen konnte, aber alles andere in der Welt eigentlich schon noch ganz normal sah. Die Patientin wurde dann natürlich ganz, ganz viel untersucht, und es hat sich schon herausgestellt, dass sie manche Bewegungen schon noch sehen konnte, vor allen Dingen, wenn die ganz relativ langsam waren, aber die Beeinträchtigungen waren schon ganz massiv. Also zum Beispiel, also war es für die Patientin einfach furchtbar schwer, die Straße zu überqueren, weil einfach die Autos nicht so langsam angefahren kamen, sondern die waren irgendwie weit weg und dann waren sie auf einmal da. Oder wenn sie irgendwie Kaffee in eine Tasse einschenken musste, dann lief die Tasse einfach sehr, sehr oft über, weil sie einfach diese Bewegungen nicht richtig erkennen konnte. Also es gab da schon ziemlich viel Evidenz dafür, dass jetzt dieses Areal MT eine wichtige Rolle spielt. Aber das Problem ist, also bloß weil da Neuronen sind, die empfindlich sind für Bewegungsrichtung, heißt es noch nicht, dass das Areal MT wirklich das ist, das die Bewegungswahrnehmung macht. Und bei Patientenstudien ist es einfach so, dass das visuelle System nach so Schädigungen sich reorganisieren kann, und man weiß nicht, ob man diese Ergebnisse auf das gesunde System übertragen kann. Und darum hat der Bill Newsom angefangen, bei seinen Versuchstieren, den Makakenaffen, Untersuchungen durchzuführen, wie gut jetzt die Tiere Bewegung sehen können und wie gut einzelne Neurone in MT die Bewegung sehen können. Und dazu braucht man irgendeinen Reiz, bei dem man das Ausmaß der Bewegung variieren kann, ja, die Güte des Bewegungssignals. Und dazu hat Newsom werden korrelierte Zufallspunktkinematogramme genannt. Zufallspunkte, weil es einfach eben so zufällig Punkte sind, die sich dann bewegen. Und was verändert wird, ist der Grad der Korrelation. Also in einem Fall würden sich hier zum Beispiel bei 100% Korrelation alle Punkte in die gleiche Richtung bewegen. Ja, und wenn man ganz viele Punkte hat, die sich alle in die gleiche Richtung bewegen, ist natürlich vollkommen trivial, dann sieht man die Bewegung in die Richtung.
Wenn alle Punkte sich in unterschiedliche Richtungen bewegen, dann sieht man überhaupt keine Bewegung. Dann sieht man nur, dass alles irgendwie so rumflickert. Ja? Und man kann jetzt die Anzahl der Punkte, die sich kohärent in eine Richtung bewegen, variieren. So wie hier, jetzt geht es nach oben, jetzt geht es eher nach links, nach unten. Und wenn man dann diesen Prozentsatz der Punkte, die sich kohärent in eine Richtung bewegen, kleiner macht und immer kleiner, dann sieht man irgendwann eigentlich keine Richtung mehr. Ja? Also hier ist noch relativ einfach, obwohl klar ist, dass sich eben nicht alle Punkte in die gleiche Richtung bewegen. Aber das heißt, was man bei dem Reiz machen muss, ist, die Bewegung von vielen dieser Punkten zu integrieren. Ja? Wenn man einen einzelnen Punkt verfolgt, das hilft einem nicht, weil die erstens eine begrenzte Lebensdauer haben und zweitens könnte es ja sein, dass man sozusagen einen Falschen erwischt, der sich in eine andere Richtung bewegt. Also das ist der Reiz, den Bill Newsom benutzt hat. Und das Paradigma war eigentlich sehr einfach. Und zwar führt das Versuchstier eine psychophysische Aufgabe durch. Und gleichzeitig wird die Aktivität von einzelnen Zellen in dieser mittleren temporalen Region abgeleitet. Und das Versuchstier fixiert hier und dann wird geguckt, wo das rezeptive Feld von diesem Neuron ist, von dem er gerade ableitet. Das ist einfach, das ist da wo eine Reizung mit Bewegung in der bevorzugten Richtung das Feuerverhalten des Neurons beeinflusst. Ja. Und wenn man dann das rezeptive Feld gefunden hat, dann legt man ihm dann diesen Reiz, dieses Zufallspunktkinematogramm da drüber und das bewegt man dann entweder in die bevorzugte Richtung von dem Neuron oder in die Gegenrichtung. Und dann muss der Affe irgendwie sagen, in welche Richtung es ging. Und das Einfachste, die einfachste Art und Weise, wie der eine Antwort geben kann, ist einfach, indem er einen Blicksprung hinmacht, entweder in die Richtung, in die Bewegungsrichtung, in die bevorzugte oder in die andere. Und das dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis ein Affe so diese Aufgabe gelernt hat. Aber wenn die das erstmal gelernt haben, dann machen die das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Und man kann dann auch ziemlich schnell im Verhalten messen, wie gut der Affe diese Bewegung erkennen kann, indem er einfach das Ausmaß der Korrelation von diesen Punkten verändert und dann guckt, in wie viel Prozent der Fälle die richtige Antwort gegeben wird. Ja. Und wenn sich die Punkte alle in eine Richtung kohärent bewegen, dann ist das total einfach, die Aufgabe, und man ist immer richtig, ja, 100% richtig. Wenn alle Punkte sich zufällig in bestimmte Richtungen bewegen, dann kann man es nicht machen, die Aufgabe, man muss raten und man ist dann irgendwie bei 50% auf Zufallsniveau. Und indem er jetzt das Verhalten, der Anteil der richtigen Antworten hier für all diese dazwischenliegenden Punkte misst, wo die Korrelation sich systematisch verändert, kann man ihn bestimmen, die Wahrnehmungsschwelle, das ist der Punkt, in dem der Affe eben so 75% richtig hat. Ja? Und man sieht es hier, das liegt ungefähr bei 4%. Das heißt, wenn ich 100 Punkte habe, die irgendwie so zufällig rumschwirren und nur 4 von den Punkten bewegen sich kohärent in eine bestimmte Richtung, dann kann das Versuchstier schon aufgrund dieser 4 Punkte sagen, in welche Richtung es geht, und zwar in 75% der Fälle. Das ist ziemlich gut. Die Affen haben auch ein halbes Jahr lang trainiert, ja, und die kriegen dafür so einen kleinen Schluck Apfelsaft. Wenn man diese Experimente mit Studierenden macht, dann muss man denen das nur eine halbe Minute lang erklären. Aber so auf diese 4% kommt eigentlich niemand. Höchstens ein Doktorand, der an diesen Reizen so jahrelang arbeitet. Okay, also wir haben jetzt das Verhalten gemessen. Wir wissen jetzt, dass im Verhalten 4% Kohärenz benötigt wird, um Bewegung zu sehen. Das hilft uns alleine noch nicht viel weiter. Jetzt müssen wir auch uns die neuronalen Daten ansehen, ja? Und bei den neuronalen Daten, da ist die Auswertung so ein klein bisschen komplizierter. Also was hier gezeigt wird, ist wieder diese unterschiedlichen Korrelationsgrade. Und hier auf der X-Achse haben wir einfach die Anzahl der Impulse, die
das Neuron abgibt. Und die schwarzen Balken beziehen sich auf die Fälle, wenn der Reiz in die, sozusagen in die falsche Richtung geht. Und man sieht ja, dass in einem T die Neuron durchaus ziemlich viel feuern kann, so mit 30 Impulsen pro Sekunde, auch wenn es nicht die richtige Richtung ist. Aber wenn der Reiz in die richtige Richtung geht, ja, und hier die Kohärenz sehr hoch ist, dann ist es eigentlich in jedem Durchgang so, dass das Neuron mehr feuert, als in all den Durchgängen, in denen es in die falsche Richtung ging. Und hier kann man so Standardmethoden, Signalentdeckungstheorie heißt es, es kommt noch auf Sie zu, hier kann man diese beiden Verteilungen so trennen, man kann eine Trennlinie reinlegen, dass man praktisch in 100% der Fälle genau sagen kann, wenn ich die Feuerrate weiß, wenn ich gesagt kriege, das Neuron hat 73 Impulse pro Sekunde gegeben, dann kann ich sagen, okay, da war der Reiz in die richtige Richtung und dann habe ich das richtig vorhergesagt. Das heißt, ich kriege dann wieder ich kann dann wieder so eine nicht mehr psychometrische, sondern in dem Fall neurometrische Funktion mir berechnen. Und hier, wenn die Kohärenz niedriger ist, da überlappen sich diese Verteilungen stark, da kann ich die Vorhersage nicht mehr ganz so gut machen. Und das ist für jedes Neuron unterschiedlich. Hier ist ein so ein Beispiel aufgezeigt. Bei 0% Korrelation ist man wieder bei Ratewahrscheinlichkeit, bei so 20% Korrelation oder 100% Korrelation ist man bei 100% richtig und irgendwo dazwischen ist dann hier eben auch wieder so eine Schwelle und dann kann man gucken, also für das Neuron hier, da liegt es auch ungefähr bei 4%, also so ähnlich wie das Versuchstier im Verhalten gezeigt hat. Und wenn man jetzt das systematisch vergleicht, die psychometrischen Funktionen, das sind die offenen Symbole hier, also die Verhaltensmessungen von dem Versuchstier mit den neurometrischen Funktionen, das ist praktisch das Verhalten von einem einzelnen Neuron, dann stellt man fest, dass also in vielen Fällen sind die gleich. Manchmal kommt es vor, dass so ein Neuron schlechter ist als das Versuchstier, aber es kommt auch vor, dass so ein Neuron deutlich besser ist als das ganze Tier. Und wenn man dann das Verhältnis bildet aus diesen jeweiligen Schwellen, dann findet man, dass im Schnitt einzelne Neurone genauso empfindlich auf die Bewegung reagieren wie das ganze Tier. Das heißt, wenn ich mir so einen Bewegungsreiz anschaue, dann sind in meinem Kopf, in dem Areal MT, ganz viele Neurone und manche sind richtig gut drin, diese Bewegung zu erkennen. Die sind dann eher hier. Und manche sind ein bisschen schlechter, die Bewegung zu erkennen. Aber in meinem Verhalten spiegelt im Prinzip so einen Durchschnitt aus diesen ganzen Neuronen wider. Also sowohl den guten als auch den schlechten. Und da fragt man sich natürlich, warum benutzen wir nicht die guten Neurone und nicht die schlechten? Aber das Problem ist, dass die Neurone feuern da so rum und auf der nächsten Stufe der Verarbeitung, wo eine Entscheidung getroffen werden ist, da weiß man nicht, welche jetzt gut sind und welche schlecht sind. Das Einzige, was man machen kann, ist einfach so viele zu nehmen und dann einen Mittelwert zu bilden, ja? So dass man auf alle Fälle nicht nur die Schlechten erwischt. Und die Frage ist jetzt natürlich, also wie viele solche Neurone braucht man und Newsom und seine Kollegen und Mitarbeiter, die haben aus diesen Daten genau ausgerechnet, dass es wahrscheinlich so ungefähr 100 Neurone sind, die da irgendwie so gemittelt werden. Man kann natürlich, wenn man jetzt unabhängige Stichproben hätte, dann könnte man die Bewegungsschwelle nochmal deutlich verbessern, wenn man statt 100 Neuronen 1000 nimmt. Ja? Aber das Problem ist, dass die Neurone alle mehr oder weniger miteinander korreliert sind. Ja. Es bringt dann nicht mehr so viel, weil die alle dann das Gleiche sagen. Das heißt, also man weiß jetzt hier, dass in dem Areal MT die Neuronen im Prinzip der Bewegungswahrnehmung unterliegen könnten. Das heißt, die sind gut genug. Das ist natürlich, also das war 1989 und das war damals ziemlich beeindruckend, das war ein massiver Fortschritt. Aber der Bill Newsom, der hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Er ist ein sehr netter Amerikaner und der wollte irgendwie, dem fehlte das Smoking Gun.
Also der Rauchende kollt die Tatwaffe sozusagen. Also der wollte das noch genauer wissen. Und was er dann gemacht hat, das waren wirklich sensationelle Experimente. Und ich glaube, wenn im Bereich der visuellen Wahrnehmung oder dieses System Neurophysiologie irgendwann jemand wieder einen Nobelpreis kriegt, dann ist der wirklich ganz, ganz vorne dran. Und was er nämlich gemacht hat, ist, dass er jetzt nicht einfach nur die Aktivität von diesen Neuronen abgeleitet hat, sondern er hat sich gedacht, ich stimuliere die Neurone. Und ich stimuliere die so, dass es für die nächste Stufe der Verarbeitung so aussieht, als ob die Neurone ganz toll feuern. Wenn man jetzt einfach im Gehirn irgendwo was stimuliert, ja, dann würde man erstmal erwarten, okay, dann geht alles durcheinander, es geht alles drunter und drüber, man sieht vielleicht gar nichts mehr. Also von daher waren wahrscheinlich die Erwartungen an diese Experimente relativ gering. Und die Experimente waren auch nur deshalb sinnvoll, weil in diesem Areal MT die Neurone, wie überall im Gehirn, so recht schön sortiert sind. Das heißt, es gibt einen Bereich in MT, da bevorzugen alle Bewegungen meinetwegen nach links oben, woanders gibt es Neurone, die bevorzugen Bewegungen nach rechts unten. Und wenn ich jetzt so einen Bewegungsreiz habe, der nach rechts oben geht, und ich stimuliere dann diesen Haufen von Neuronen, die alle als bevorzugte Bewegungsrichtung links oben haben, ja, dann ist die Frage, was macht diese Stimulation? Ja? Wird dann in der nächsten Verarbeitungsstufe, wo dann die Entscheidung getroffen wird, wird es dann mit einbezogen, ja, und sieht das Versuchstier dann wirklich Bewegung nach links oben? Und ich würde natürlich das alles nicht erzählen, wenn es nicht tatsächlich so wäre. Ja? Also was hier gemacht wurde, ist, das Experiment ist genauso wie vorher, bloß dass eben zusätzlich noch während der Reiz dargeboten wird, dieser visuelle Reiz, gleichzeitig noch ein elektrischer Reiz dargeboten wird. Und der wurde eben so gewählt, dass so ungefähr 100 Neurone ganz wild feuern. Das heißt, 100 Neurone in MT, die bevorzugte Bewegungsrichtung nach links oben haben, die feuern jetzt alle wie wild. Und auf der nächsten Stufe der Verarbeitung soll es dann wirklich so aussehen, als ob jetzt in MT ein Signal kommt, das sagt, es geht nach links oben. Und wenn man sich dann das Verhalten ansieht, das ist jetzt wieder so eine psychometrische Funktion, ja, wo das Verhalten gemessen wird. Der Unterschied ist jetzt geht die Kurve nicht bei 0 los, von 0 bis 100, sondern wir haben jetzt die Kurve weiter bis minus 100, wenn der Reiz in die Gegenrichtung geht. Und was jetzt hier passiert ist, wenn keine Stimulation auftritt, ja, dann wenn keine Korrelation da ist, dann sagt der Affe 50% rechts unten, 50% links oben. Und wenn eine hohe Korrelation da ist, dann sagt er immer links oben. Wenn aber jetzt stimuliert wird, also und die Durchgänge sind vermischt, also in manchen Durchgang kommt eine Stimulation, im anderen Durchgang nicht. Und immer wenn elektrisch stimuliert wird, dann ist der Affe deutlich besser, diese Bewegung nach links oben anzugeben. Ja, dann sagt er viel, viel häufiger links oben. Und dieser Abstand hier, das ist praktisch dieser Effekt der Stimulation. Und das war wirklich zum ersten Mal in der Physiologie, dass man zeigen konnte, dass das Feuerverhalten, dass das Feuern von diesen Neuronen wirklich einen kausalen Effekt auf das Verhalten und auf die Wahrnehmung hat, die dem Verhalten unterliegt. Also das war jetzt wirklich der rauchende Colt und das war der massive Fortschritt. Die Mikrostimulation von den Neuronen in dem Areal MT kann also tatsächlich das Entscheidungsverhalten verändern. Und das hat dort diese früheren Befunde, dass also nach Schädigung von MT die Bewegungswahrnehmung gestört ist oder dass es einfach viele Neurone gibt, die empfindlich sind für Bewegungsrichtung, wirklich auf eine ganz, ganz neue Ebene gehoben, nämlich dass hier wirklich kausal gezeigt werden konnte, dass diese Neurone wichtig sind für die Bewegungswahrnehmung. Das war's für heute. Vielen Dank.